Wir sind soweit. Ein blutiges Festmahl. Es geht weiter mit unserer Odyssee. Sprich vor dem Tonsaal mit Mirinje. Und der ist dort. Also reisen wir dahin. Zack. Bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. Wir haben uns ja im letzten mit der Lyra beschäftigt, von der Poetin. Und ich habe eben so beim Rüberschweifen meines Blickes über die Karte gesehen, dass die auch schon wieder so ein blaues Ausrufezeichen hat. Also wir haben echt noch viel zu tun. Wir werden für immer zusammen Odyssee spielen. Ja, zumal ja auch permanent irgendwelche Add-ons rauskommen, die ich noch alle gar nicht gezockt habe. Also ich habe ja angefangen mit euch, ne? Aber dann habe ich es wieder gelassen. War jetzt erstmal Odyssee und aber es gibt ja noch, ach, keine Ahnung, wie viele Add-ons. Ja, ich sag ja, für immer. Ich brauche kein anderes Spiel mehr. Doch, ich brauche God of War 2 und, also das nächste, und unbedingt natürlich Horizon Zero Dawn. Wobei ich gerade gehört habe, dass das echt erst 2021 was werden wird. Wie können die mir das antun? Das ist total unfair. Was mache ich hier? Jetzt müssen wir bis 2021 Odyssey spielen. Hm. So sieht's aus. Oh, ich habe lauter Ohrwürmer von meiner Komposition. Ich mache dieses Kindermusical. Und es ist alles erlaubt. Reim dich oder ich fress dich. Und man darf die lustigsten Sachen machen. Und das ist natürlich dann echt so Ohrwurm-mäßig. Oh, ist so penetrant. Aber Kinder lieben das. Die singen das den ganzen Tag. Die Eltern hassen mich. Ich würde mich auch hassen. So, jetzt enttarnen wir einen von den Königen, ne? Würde ich sagen. Na? Hi, Mom. Was glaubt ihr denn, welcher König ist es denn? Ich glaube, ja, es ist der Schwächling, der Zarte. Der so wabbelig und schwabbelig ist. Ich bin hier, um die Könige zu befreien. Are you ready to take back our family's land? Of course. But my purpose here is to bring down the cultist king. You make your mother proud, Cassandra. But are you sure you have enough proof to accuse him? Yep. I'm sure. I'll gather the Ephors and meet you in the throne room. Glaube ich, oder? Who are the Ephors? You don't remember if you wish to save Sparta from the cult's control. See you in the throne room. Aha. What are we waiting for? Sorry to keep you waiting. You summoned the Air Force? You must have achieved some success to earn this adoring crowd. I brought home a wreath for Sparta. Though I had to enter the games and win it myself. Very good. But what of our Pancration champion, Desticles? There was an accident at sea before he could compete. Games are hardly important. What about Viotia? Stentor and I defeated the Athenian forces. You have nothing to worry about. If you have nothing but good news to share, why did you call for the Air Force? We were told serious charges would be brought. Serious charges? Against whom? Welcher war denn welcher? Mist. Ich weiß nicht, welcher ist. Ach, kack. Welcher ist denn welcher? Nein, jetzt muss ich raten. Wir nehmen... Oh, was? Na gut, nehme ich den. Archidamos. Mist, falsch. Sparta must be rid of you before it's too late. Nein, ich meinte den anderen. Ach, kack. How dare you stand in the presence of kings and make such accusations? Patience, Archidamos. Present your proof. Ich meinte den anderen. Archidamos is a member of the cult of Cosmos and a traitor to Sparta. The cult of what? Ridiculous! What proof could you possibly have? Kann ich den anderen noch nehmen? Your proof is right there. You know he's guilty. This isn't proof of anything.
efforts should only be called upon for serious matters. This lack of evidence is a waste of our time and disrespectful to the thrones of Sparta. The accuser should be made an example of for all other reckless fools. I taught her poorly. Punish me as her mother instead. We gave you every chance to prove yourself. Invited you back for a royal audience. And this is how you repay us? What say you, Archidamus? Cassandra and Marini of Agiad. Your names are cursed. Tja. Too bad you don't have a mask or a black cloak to save you this time. You were there. In Delphi. Ich wusste, es ist er. Ich wusste noch nicht, wie er heißt. So ist es ja total bescheuert. Was mache ich denn jetzt? Bisschen witzig wäre, wenn das Spiel zu Ende wäre. Kack. Tut mir echt leid. Ja, ich wusste, es ist der Hämpfling, aber ich wusste nicht, wie er heißt. Manu. Oh, wie mich das ärgert. Vor allem, weil ich voll neugierig bin, was das Spiel dann gemacht hätte. Wahrscheinlich dasselbe, ne? Tja. Mother, Afsanias revealed himself before I was dragged out of there. So he is the cultist king. It would be wise to deal with him as soon as possible. I will. When you've dealt with him, meet me at home. With pleasure. Eris has chosen me to lead the Spartans to glory. There can only be one. So was Blödes, ey. Ich ärger mich vielleicht. Ich ärger mich so. Mano. Wo ist der Typ? King Afsanias is part of the cult of Cosmos. Ja, jetzt mach ich platt. Kill him myself. Echt? Ich komme gar nicht drüber weg. Oh, irgendwie sind da ganz schön viele Kopfgeldjäger unterwegs. Ja, ich weiß, wo mein Ziel ist. Dankeschön. Es ist direkt vor mir. Geht es auch noch weg oder geht es nicht weg? Na gut. Da. There's Bafsanias. Malaka. Kann jetzt nicht. So, jetzt haben wir wieder ein Plättchen. Hier scheint noch irgendwie so ein Herrscher rumzulaufen. Könnte ich eigentlich bei der Gelegenheit auch vielleicht mal platt machen. Wobei, achso, das ist der andere König. Verstehe. Sandra, you are condemned to be hunted! I was wrong to accuse you. It was Pausanias plaguing Sparta and its territories. What a disgrace! First you accuse me, and now Pausanias? Where is he? I watched him die. You murdered him? Yes. I found proof. He was a member of the Cult of Cosmos. Undeniable proof. This letter was written and signed by Pausanias' own hand, outlining the progress of their plans in Sparta. What is this Cult of Cosmos? You've mentioned them over and over, as if I should know. They're a secret group with one goal. To seize power.
And they are using this war to strengthen their position. I find it difficult to think Papsineos was using Sparta this whole time. We've ruled together for years. I'll speak with the Air Force to confirm what you say. But if it's true, you deserve to be called a Spartan citizen once more. And of course, your family home is yours again. Thank you. One more thing. Yes? Should you decide to rule Sparta yourself, at least let me face you in battle. I'm not made for ruling, my king. Darf ich auch mitmachen, oder? Hä? Das war ich nicht. Ich wollte mich gerade freuen, dass wir jetzt unser Haus wieder haben, aber anscheinend bin ich umzingelt von Söldnern. Wieso eigentlich? Gar nichts gemacht. Gemein. Maybe seeing each other again made him think of this place. It did the same to me. Seems I wasn't the only one yearning for home. Ja, nee, er hat mich eine Klippe runtergeworfen. Prasidas. Es wird nicht vergeben. Come in. It's good to see the two of you back home. It feels good to be here. You're here instead of in training. What's wrong? I'm heading to Pylos as soon as I can. I think you may want to come as well. I'd be happy to return the favor. What's waiting for us in Pylos? Glory. The Athenians are pushing the Spartans back even as we speak. It would be a devastating loss for Sparta, and I can't allow that to happen. It sounds like you've lost confidence in Sparta's warriors. They're as strong as they've ever been. But now they're facing a power they can't even imagine. Do you mean Deimos? Yes, that's what the rumors say. A force of nature in the body of a mortal who can cut down any soldier in his path. If Deimos is in Pylos, we have to stop him. I'll wait for you at the ship, but be quick. Each moment we waste is another Spartan dead. Alexios is in Pylos. You have to bring him back, Cassandra. Bring him back? We have our home again. We can be a family. It isn't too late. Tja, das glaube ich ja eher nicht, aber okay. I'll do what I can, Mother. But I can't promise anything. Please, don't say that yet. The cult of Cosmos has had too much time with him. He is beyond reason. Isn't it worth trying everything we can? And if I can't save my brother? Then we will have tried. We thought him dead for so long. I refuse to give up just yet. I'll do what I can. I should leave for Pylos now. Be safe, Cassandra. Na, was denkt ihr? Kriegen wir den noch zurück, oder? Oder eher nicht. Ich finde es schwer zu sagen. Kommt halt drauf an. Muss ich ihn hin? Sag doch mal. Da ist doch sonst immer so ein kleines Zeichen. Wo ist es denn? Sprich am Strand. Wo sind wir denn? Hier, Strand. Echt jetzt hier am Strand? Was? Hä? Ich meine, das sind über 3000 Meter gewesen. Wo ist der Typ? Wo ist überhaupt Pylos? Ich gehe da jetzt mal in diese Richtung. Gucken, was passiert.
Keine Sorge, ich renne jetzt nicht 3400 Meter. Vielleicht sieht man es ja jetzt. Vielleicht war das irgendwie ein Bug. Ah, ich habe es einfach nicht gesehen. Es war hier. Oh, das ist aber weit und es gibt überhaupt nichts, was wir synchronisiert haben. Das ist ja, gerade sagte ich noch keine Angst. Ich laufe jetzt nicht 3000 Meter, aber ich laufe jetzt 3000 Meter. Wo ist denn mein Schiff schon wieder? Eigentlich, wo ist es denn? Kann sich noch jemand dran erinnern, wo ich es gelassen habe? Oh Gott, es ist da am Arsch. Ah. So, komm, wir gehen hier hin. Und dann holen wir das Schiff und dann fahren wir ein Stück. Eieieiei. Da habe ich mir ja was rausgesucht. Heute habe ich einen Unterwassersong komponiert. Ja, wir gehen in dem Musical nämlich unter Wasser. Er verzaubert ja Artus. Merlin verzaubert Artus. Und dann sind sie Fische. Das ist ganz niedlich, die Musik habe ich. Vielleicht finden wir ja wieder einen Pirat. Also ich meine, vielleicht können wir welche platt machen. Das würde mich freuen. Mal fahren wir immer weiter weg eigentlich, ja, ne? So, jetzt aber. Das Stocken des Spiels erinnert mich daran, dass ich mal ganz schnell speichern sollte. Zack. So, weiter geht's. Keine Piraten, weit und breit. Langweilig. Schöner Seegang. Dann ist schlecht. Tja, so richtig schnell sind wir heute nicht unterwegs, ne? Naja, wenigstens passt es zu meiner Unterwassermusik. Stellt euch vor, mein Stuff ist an Bord. Ich würde so kotzen. Ich wäre so seekrank. Ja.
Ja, sorry, dass es hier zu lange dauert, aber ich war da einfach noch nicht. Es gibt noch keine Synchronisationspunkte. Das werden wir jetzt ändern. Sollten wir jemals ankommen. Da kenne ich nichts. Ich mach das platt. Ist ja wohl nicht. Mal versuchen hier wegzukommen. Die haben mich schon ganz schön kaputt. Naja, sicher. Wir müssen uns erstmal ein bisschen retten. Ich dachte, wenn ich eins kaputt gemacht habe, dann bin ich wieder neu. Die haben mich gepoppt. Ah ja, immer wieder hoch. Ja, sorry. Waren einfach zu kaputt. Ja, blöd. Aber ich hatte auch keine Lust, jetzt ewig um den rumzufahren. Ja, jetzt müssen wir einen Moment warten. Eine Freundin von mir hat ein kleines Fohlen bekommen. Es ist so niedlich. Ich sehe es hier gerade auf Facebook durch die Gegend galoppieren. Das ist ein kleines Hengstfohlen. Es ist so niedlich. Tja, und nun, wo bin ich jetzt? Oh nein, aber das passt ganz gut. Dann werde ich jetzt hier speichern. Und die Reise ohne euch machen. Und dann hole ich euch im nächsten Let's Play am Zielort wieder ab. Ich freue mich auf euch. Bis dann.